Norbert, deine Botschaft in zwei Sätzen. Den USA wird es nicht alleine gelingen, China auf das gleiche Recht für alle im Welthandel zu verpflichten. Das wird nur gelingen, wenn der Westen geschlossen und gemeinsam agiert. Herzlich willkommen im Flossbach von Storch Research Institute. Neben mir steht Norbert Tofall, unser politischer Analyst. Und wir unterhalten uns heute über die großen geopolitischen Fragen unserer Zeit: Europa, USA und China. Norbert, ist der Konflikt zwischen den USA und China ein normaler Handelsstreit? Leider ist der Handelsstreit zwischen China und den USA kein normaler Handelsstreit, sondern eine schon sich länger aufbauende strategische Rivalität zwischen einer aufkommenden neuen Supermacht und einer schon etablierten Hegemonialmacht, nämlich der USA. Diese strategische Rivalität hat drei Dimensionen: eine regionale, eine globale und eine technologische. Regional geht es um die Vorherrschaft im pazifischen Raum. Global geht es um die Vorherrschaft in internationalen Organisationen. Und technologisch geht es um die globale Hightech-Führerschaft. Wie sollte sich der Westen insgesamt dieser Herausforderung stellen? Der Westen sollte meines Erachtens probieren, China auf das gleiche Recht für alle im Welthandel zu verpflichten. Und insbesondere sollte das der Westen gemeinsam tun. Das Ziel auszugeben, China klein zu halten, China ökonomisch nicht sich entwickeln zu lassen, ist erstens kein legitimes Ziel und zweitens auch kein Ziel, was dem Westen selbst Vorteile bringt. Der Westen hat die besten ökonomischen Vorteile, wenn es China gut geht, vorausgesetzt, China hält sich an das gleiche Recht für alle im Welthandel. Die Einigkeit des Westens ist ja nun jetzt spätestens mit Trump, sagen wir mal, brüchig. Genau hier ist das Problem. Donald Trump geht es leider nicht darum, dass wir internationale Regeln, das gleiche Recht für alle im Welthandel einhalten, sondern geht es explizit darum, China klein zu halten, Amerika groß zu halten. Ihm geht es also um einen Positionsvorteil und nicht um das gleiche Recht für alle im Welthandel. Damit überschätzt sich Trump aber höchstwahrscheinlich, denn ich glaube nicht, dass es den USA alleine gelingen wird, China in eine Situation zu bringen, in der China von sich aus sich auf die Forderungen des Westens einlassen wird. Das wird nur geschlossen gehen. Trump hat hingegen sowohl das transpazifische Freihandelsabkommen nicht unterschrieben und das TTIP-Freihandelsabkommen ausgesetzt. Notwendig wäre also deshalb, dass der Westen gemeinsam, also USA, Europa, aber auch einige pazifische Staaten gemeinsam gegen China agieren. Du sprichst Europa an. Welche Rolle sollte der Kontinent in diesem Konflikt einnehmen? Ja, das Problem ist, Europa kann sich aufgrund der weltwirtschaftlichen Verflechtung nicht von diesem geopolitischen Konflikt entkoppeln. Europa kann diesen geopolitischen Konflikt aber auch nicht maßgeblich beeinflussen, insbesondere nicht in seiner politischen und ökonomischen Lage, in der die Europäische Union zurzeit steckt. Europa hat seine Probleme, die seit der Finanzkrise aufgelaufen sind, nicht gelöst, sondern weiter verschleppt. Wir haben weder auf europäischer Ebene noch in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union politische Mehrheiten, um diese Problemverschleppung zu beenden. Und die aufkommenden Gegenbewegungen von rechts und links, diese sogenannten rechten und linken populistischen Bewegungen, haben auch keine Programme, diese Problemverschleppung zu beenden, sondern sie verfolgen gerade Programme, mit denen diese Probleme, insbesondere die Schuldenproblematik und der massive Interventionismus in die Wirtschaft, weiter ausgebaut werden sollen. Norbert, vielen Dank für diesen sehr interessanten Einblick. Die Fragen unserer Zeit, sie werden uns weiter beschäftigen. Wenn ihr die Studien von Norbert Tofall bei uns auf der Homepage nachverfolgen wollt, schaut nach unter www.fvs-ri.com. Und ansonsten bleibt mir noch bis zum nächsten Mal.